dass seine Innenverteidigung gut. Und ich will sagen, den ganzen Ballverlust jetzt Pina aus dem Halbfeld raus. Erster Schuss, aber viel zu flach. Druck zum Spiel, jetzt schöner Ball in Richtung Pina. Dann Kopfball, dem erscheint, das wäre die riesige Chance. Aus dem Halbfeld raus auf der Remascheid. Er kommt frei zum Abschuss. Aber dann geht er um, respektive ihm. Der wird nicht zurückbeordert, kann er ihm auf den Ausführen. Wie gefährlich. Malula, guter Abschuss. Aber jetzt super Angriff und bereits falls 1:0 für GC da aus dem Nichts raus. Ein weiter Bölle ist es gewesen. Und dann steht es 1:0. Nikola Georgiev ist der Torschütz. Ist da der Tessiner Abwehr enteilt und da steht tatsächlich 1:0. Dann Schuss im Halbfeld, wie nur abklatscht. Ja, da eben ist wieder der Natschak. Natschak läuft in die Mitte rein. Und dort zieht ab und Goal für GC. Das ist 2:0. Da ist die Zuteilung beim FC Chiasso völlig missraten. Und dann ist es, wenn ich es richtig sehe, der Leo, der abzieht, ganz alleine. Linne zieht ab. Der Ball und Lama mit dem. Zeigt einmal, warum er eigentlich für mich der beste Designer ist. Ein paar gute Aktionen gehabt, aber der Böhle da zischt dann am Kasten von Matteo Matic vorbei. Ja, und das dürfte es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, in dem Moment GC2, Chiasso 0.